Pascal Lafontaine, der berühmte ehemalige SPD-Politiker und ist ja jetzt wohl bei der Linken und hat wahrscheinlich im Saarland-Parlament, Landtag sozusagen eine vehemente Rede gehalten. Ja, die letzten Linken, ja, Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht und der Begründer der weltberühmten Gemeinwohlökonomie GWÖ und Weltrat Next Scientists for Future als die letzten Linken der Erde. Ja, die letzten echten Linken, denn die anderen sind alle nach rechts gerückt und sind plötzlich Pharmakonzernhörig. Oskar Lafontaine hat also tatsächlich Karl Lauterbach von der SPD als Impflobbyist bezeichnet. Und das ist es genau das, worum es geht, ja, dass eben, und jetzt würde ich nicht so weit gehen, dass ich denken würde, dass Karl Lauterbach wirklich also sich versteht als in Diensten der Impfindustrie stehender, direkt bezahlter Werbeträger. Ich glaube, dass da soweit man nicht gehen kann. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte schneller drehen, die Partei des Gemeinwohls. Ist also, das sind die letzten linken Instanzen, die wir haben. Sozusagen Mr. Marxismo als Sender bringt da viele Sendungen. Also was ist aber das, was wir auch zu Recht jetzt mal, ja, hier World Council of Wise People als die letzten, gehörig zu den letzten echten Linken. Was unterscheidet aber jetzt sozusagen, ja, letztendlich von der manche Linke, die es noch gibt, von dem Weltrat und den Next Scientists for Future als den bodenständigen Linken. Ja, diese Tendenz, auch hier nochmal, erstmal kurz zu Lauterbach noch. Also die Diktatur der Sparten, also die Marktwirtschaft als das teuflische System, das alles zerstört. Marktwirtschaft ist gleich Diktatur der Sparten und da fließen eben ständige Geldflüsse, Geldscheine hier, fließen ständig in Richtung Politiker und Parteien und dadurch wird man dann oft, ohne es selbst zu merken, so zum Lobbyisten wider Willen oder zum Werbeträger wider Willen WWW oder Lobbyisten wider Willen LWW, weil man irgendwann immer mehr Freundschaften knüpft mit diesen ganzen großzügigen Konzernen und Lobbyisten und Geldern und so weiter, dass immer die Tendenz besteht. Außerdem wissen natürlich die Lobbyisten auch, wer von vornherein in seinem Studium schon so viel Vorteil bringende Irrtümer der Impfindustrie, der Pharmaindustrie im Kopf hat und sowieso für Wahrheit hält, diese vorteilbringenden Irrtümer, dass der natürlich dann auch, da weiß man, bei wem man den richtigen Ansprechpartner hat, der sowieso schon durch das Studium schon die richtigen Vorurteile, die vorteilbringenden Irrtümer gelernt hat, die sowieso von vornherein der Pharmaindustrie und der Impfindustrie gefallen und wo dann klar ist, dass dieser Mensch dann ein natürlich Werbung machen wird für den Verkauf und den Profit der Impf- und Pharmakonzerne und so weiter. Ja, das heißt also, dieses Lobbyisten wider Willen, ja, und dann diese ständigen Geldflüsse Richtung Medien, Richtung öffentlich-rechtlichen Medien, diese ständigen Geldflüsse, Werbespots und so weiter, Richtung Universitäten, Drittmittelgeldflüsse und so weiter, Richtung Spielfilmemacher, mindestens durch Product Placement und so weiter. Und so kommt es dann zu einer Gesamtgehirnwäsche der Gesamtbevölkerung,
dass eben alle voll sind mit den vorteilbringenden Irrtümern letztendlich der verschiedenen Sparten. Und die viele Linke gehen jetzt in extreme Dinge hinein, träumen vielleicht von Revolution oder Gewalt gegen die Reichen und so weiter. Und diese Zorn gegen die Reichen und so weiter, da, das ist sicherlich falsch. Das ist sicherlich auch bei Sarah Wagenknecht so ein bisschen so. Und auch Christian Felber hat sicherlich Züge als Begründer der Gemeinwohlökonomie, die so ein bisschen etwas kontra Reiche und gegen kontra Unternehmer haben. Und da kann ich natürlich überhaupt nicht mitgehen als bodenständiger Linker, denn es ist das entscheidende Argument gegenüber den ganzen sozusagen hier unseren Milliardärskönigen, Politikkönigen und Journalistenkönigen muss immer ganz klar sein, dieses marktwirtschaftliche System, dieses marktwirtschaftliche oder Marktwirtschaft oder Kapitalismus, egal wie Sie es nennen, das sind ja nur Namen, das jetzige System tut Ihnen allen nicht gut und tut uns nicht gut, tut niemandem gut, tut den Ärmsten nicht gut und tut den Reichsten nicht gut. Es gibt in der Marktwirtschaft für Sie als Reiche kein gesundes Leben, kein langes Leben, kein glückliches, wirklich glückliches Leben. Das gibt es nicht. Ja? Sie haben sozusagen als einzigen Trostpreis, dass Sie in diesem kranken System haben Sie das viele Geld. Aber das ist wirklich nur ein ganz schlechter Trostpreis dafür. Wenn ich jetzt Milliardär wäre, dann wüsste ich nach wie vor immer noch, dass ich sterben werde, wenn das so weitergeht, ohne je wirklich gelebt zu haben. Und ich werde sterben mit einer immer angegriffenen Gesundheit, weil Marktwirtschaft generell die Gesundheit angreift, und zwar die Gesundheit aller, auch der Milliardärskönige und der Politikkönige und der Journalistenkönige. Und Langlebigkeit, wir alle werden weit vor 127 Jahren sterben, was aber eigentlich unsere genetische Möglichkeit wäre, gesund und glücklich bis zum 127. Lebensjahr zu leben, ja. Und deswegen, liebe Reiche, eben, das unterscheidet uns, dass viele Linke so aggressiv, auch die Sarah Wagenknecht ja immer so aggressiv auch gegenüber Reichen und Unternehmern formuliert, so ein bisschen tendenziell. Das ist falsch. Das System tut uns allen nicht gut. Die Marktwirtschaft ist einfach ein grundsätzliches, fehlerhaftes Konzept. Und das ist nun mal so, ja. Und ja, von daher nochmal wieder zurück zur Diktatur der Sparten. Ja, das ist eben hier noch einmal die Bilder. Also hier, da können Sie die Sparten auch selber eintragen, die Sie für wichtig halten. Aber das ist auch noch so ein Punkt bei vielen extremistischen Linken, die noch links geblieben sind, dass sie den Fehler machen, dass sie so zu sehr von der Diktatur der Konzerne sprechen und dabei übersehen, dass die gefährlichsten Sparten die Sozialsparten sind. Es gibt auch eine Variante, links zu sein, die quasi sozusagen der Lobbyist ist, der Sozialsparten und derer Interessen ist. Denn Sozialsparten, man denkt, die seien sozial, aber die sind das Gegenteil von sozial. Die sind pseudosozial und pseudolinks, weil Sozialsparten sind kapitalistische, marktwirtschaftliche Sparten, die ein Profitinteresse haben, die Menschen möglichst lange und möglichst viel in Armut zu bringen neigen und in Elend festzuhalten neigen, damit sie selber auf Kosten ihrer Opfer Profite machen können, Karriere machen können, viel verdienen können und so weiter. Also die Sozialsparten, auch die Weltsozialsparten,
entwickeln sich nach und nach auch dahin, dass es die NGOs, dass es praktisch fast immer nur noch um die Spendengelder geht. Und dafür muss das Elend in der Welt, alles Schlechte in der Welt, muss ja aktiv erhalten werden. Es muss quasi jede echte Lösung der Weltprobleme, zum Beispiel die Lösung durch Gemeinwohlwirtschaft, muss verhindert werden und ignoriert werden und blockiert werden, quasi nicht weitergegeben werden und so weiter, damit man eben weiterhin diese Spendengelder kassieren kann. Ja, also da leben die Geschäftsführer von den Spendengeldern und hier leben die ganzen Mitarbeiter in den Sozialsparten, im Arbeitsamt, davon, dass möglichst die Menschen aus Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Notlage nie herauskommen, denn sonst stellen Sie sich mal vor, wer würde noch große Karriere machen können in den Sozialbürokratien, wenn es keine Arbeitslosen, keine Obdachlosen, keine Sozialfälle mehr gäbe. Ja, und das ist genau das Problem. Und dann diese Sozialsparten sorgen dafür, für eine Variante des Pseudolinken, die also quasi nur die Diktatur der Konzerne kritisiert, aber nicht die Diktatur der Behördensparten kritisiert, ja? Also, denn alle Teile der Gesellschaft sind in der Marktwirtschaft schädlich für uns, ja? Da gibt es keine Unterschiede, ja? Und das ist genau der Punkt. Ja, also von daher, ich freue mich, dass es immerhin noch, ich frage mich, wo ist Gregor Gysi, ja, aber wir haben immer noch als echte Linke immer noch mit all den Schattenseiten, mit all den falschen Konzepten immer noch Oskar Lafontaine, wir haben immer noch Sarah Wagenknecht, wir haben immer noch den Begründer der Gemeinwohlökonomie Christian Felber mit seinen 30 Gründen zum Thema Impfung. Und wir haben Mr. Marxismo und wir haben noch den Weltrat der Weisen, die Next Scientists for Future, als echte letzte Linke sozusagen. Und ja, und das ist der Weg. Jetzt noch Kurznachrichten. Was haben wir hier noch? Die Psyche der Menschen kann oder will die Schrecklichkeit der Marktwirtschaft nicht verstehen. Sonst wären eigentlich alle unsere, die Zuhörer, die 80.000 Zuhörer oder was, wie viel auch immer, oder 100.000 Zuhörer. Also wir haben ja in letzter Zeit, also der Weltrat, Next Scientists for Future, zusammen alle Auftritte in anderen Medien, überall und so weiter, ja, circa mindestens 1 Million Menschen erreicht. Die müssten ja alle bei uns sein. Die müssten ja jetzt alle hier sein, wenn die Psyche der Menschen in der Lage wäre, also wenn die Psyche der Menschen in der Lage wäre, die Schrecklichkeit der Marktwirtschaft wirklich verstehen zu können, dann müssten ja alle bei uns sein, müssten alle bei unseren, bei unseren Kommune-Experimenten hier, bei unseren Samstalks sein, wo ja auch immer quasi Plenum der superglücklichen Kommune in Deutschland sozusagen ist, also eine Art Kommunenentwicklungstreffen und so weiter. Die müssten ja eigentlich alle bei uns sein, ja. Da ist ja hier, also Flyer von der Partei des Gemeinwohls, hier Forum Weltrat, Forum freie-argumente-kultur.de, wo es auch eben um Kommune und große Politik geht. Ja, die müssten ja alle bei uns sein, wenn die Psyche der Menschen, also ich lese nochmal vor, die Psyche der Menschen kann oder will die Schrecklichkeit der Marktwirtschaft nicht verstehen. Sonst wären alle diese 1 Million Menschen, die was von uns mitbekommen haben, ja bei uns und würden alle mitmachen, würden alle in Kommunen aussteigen wollen aus diesem teuflischen System und ja, und stattdessen machen alle mit an diesem teuflischen System und ja, so ist der Gang der Dinge. Ja, also ich fasse zusammen,
dass wir eben, wir haben jetzt die Partei des Gemeinwohls, ist die einzige Chance für echte linke Politik, überhaupt etwas zu erreichen. Ich zeige das vielleicht gerade noch mal kurz zum Abschluss. Hier. Dass wir eben letztendlich hier, ja, das ist nochmal Christian Felber, die berühmte Gemeinwohlökonomie als eine Variante der Gemeinwohlwirtschaftsform. Da muss man aber aus unserer Sicht kontrovers diskutieren. Und ich hoffe, dass es doch mal zu einer Talkshow kommt, wie demnächst zuletzt mit einem Sender besprochen, mit Richard David Precht, Christian Felber, die ja beide schon öfters öffentlich getalkt haben, und mir von den Next Scientists for Future über die Zukunft der Menschheit, auch über die gemeinwohlwirtschaftliche und gemeinwohlgesellschaftliche Zukunft der Menschheit, ja. Und aber eben die Frage ist, wie schnell wir wirklich eine Gemeinwohlgesellschaft und Gemeinwohlwirtschaft hinbekommen in der Welt, wenn die Leute alle so passiv sind, ne? Und ob es da nicht auch sinnvoll sein kann zu sagen, okay, wir steigen aus. Ich habe ja gerade gestern gesprochen mit einem schönen Kommunenprojekt, das quasi aus einem, letztendlich aus einem großen Seminarhaus besteht, einem Hotel-Seminarhaus. Da könnte man ja schön was draus machen. Was uns halt fehlt, ist, dass die Menschen sagen, ja, ich verstehe diese Schrecklichkeit der Marktwirtschaft, ich verstehe, dass die Schrecklichkeit, wie die gestrige Sendung ja gezeigt hat, die gestrige Vorlesung im Rahmen unserer Mini-Universität, die wissenschaftliche Tagesschau heute, ja, das, wo es darum ging, eben nochmal deutlich zu machen, dass Marktwirtschaft immer auch Hitler ist und immer auch Goebbels ist, denn wir sind sowieso nie was anderes in der Marktwirtschaft als in einer Diktatur. Also es spielt dann keine Rolle, ob das dann auf dem Papier jetzt ausdrücklich Diktatur heißt. Das spielt keine Rolle. Wir sind ja jetzt auch, wir nennen das Demokratie, aber faktisch sind wir in einer absoluten Diktatur, nämlich in der Diktatur der Spaten. Die Bürger können gar nichts anderes wählen als das, was in ihrem Gehirn entsteht, wenn die ganz gesamte Gehirnwäsche, ja, also diese gesamte Gehirnwäsche und die gesamte Propaganda, Gehirnwäsche, Massenmanipulation, ja, also was können die Bürger anderes im Kopf haben, die Wählerinnen anderes im Kopf haben, als das, was ihnen ständig an vorteilbringenden Irrtümern die Journalisten liefern, die Universitäten liefern, die Pseudowissenschaftler liefern, die Spielfilme als Moral von der Geschichte eintrichtern in die Gehirne, die Politiker und die Parteien ihnen ständig an Indoktrination liefern, an Gehirnwäsche, an vorteilbringenden Irrtümern. Was soll da anderes rauskommen? Wir leben in der absoluten Diktatur der Sparten und dass damals die Stahl- und Waffensparten, hier Waffensparten, Stahlsparten und chemisch-pharmazeutischen Sparten, dass die alle eben die Menschen aufgehetzt haben in einen Volkszorn, in ein Volkswüterichsein, dass sie also bereit waren, den Polen und allen anderen den Bauch vollzuschlagen, statt mit Mozartkugeln, mit Bleikugeln, mit Granatsplittern, Bombensplittern und so weiter.
und dass sie bereit waren, die Juden zu zwingen zum Konsum von tödlichem Zyklon B in den Gaskammern, ja, der KZs und so weiter, ja. Das ist ganz normale Diktatur der Spaten. Da braucht es nicht noch, es macht keinen Unterschied, ob die Staatsform dann offiziell als Demokratie oder als Diktatur wie bei Hitler benannt wird, das spielt doch gar keine Rolle, da auch ja jede Form der Demokratie in der Marktwirtschaft notwendig eine Diktatur ist, automatisch eine Diktatur ist, ja. Ja, denn was soll rauskommen in den Köpfen der Wählerinnen, außer ein Abnicken eines teuflischen Systems, wenn alle Gehirne voll sind von den Geldscheinen und den vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten der Gesellschaft. Was soll da rauskommen, als außer dass alles im Sinne der Profite der Sparten und der Karriere, der Möglichkeiten der verschiedenen Sparten läuft? Mit den Menschen hat das doch nichts zu tun. Höchstens insofern, dass natürlich jeder, der in der Sparte arbeitet, irgendwo auch ein Mensch und oft auch ein Wähler ist, ja. Aber letztendlich sozusagen für den Mensch an sich tut also in der Diktatur der Sparten nie jemand etwas. In der Marktwirtschaft kann nie jemand etwas für sie als Mensch tun, sondern immer nur sie abzocken, abkassieren und sie letztendlich Menschen aufhetzen, dass diese anderen Menschen sie zwingen zum Konsumieren von irgendetwas, was wir ja gestern aufgezeigt haben. Ja, und das Schlimme ist also wirklich offensichtlich, müssen wir feststellen, dass der Gehirnschwund der letzten 40.000 Jahre so eklatant ist, dass was gilt wirklich, die Psyche der Menschen kann oder will die Schrecklichkeit der Marktwirtschaft und damit die Schrecklichkeit der unbeendbaren Diktatur der Sparten im Rahmen der Marktwirtschaft nicht verstehen, sonst wären alle diese 1 Million Menschen, die etwas von uns wissen, ja, alle bei uns, ja, und sie sind es nicht, ja. Ja, und wie gesagt, heute die Besonderheit war, dass wirklich Oskar Lafontaine, Karl Lauterbach, wirklich, Professor Karl Lauterbach, wirklich ganz direkt als Impflobbyist bezeichnet hat. Das ist schon mal mutig, auch wenn ich das eher sagen würde, der Professor Lauterbach ist eher wahrscheinlich der nicht bewusste Impflobbyist, nämlich der Lobbyist wider Willen, der einfach bestimmte Irrtümer glaubt und dadurch dann in allem, was er sagt, letztendlich faktisch so redet, als wäre er ein gekaufter Lobbyist, dass er, was er wahrscheinlich ja nicht direkt ist, sondern er wird sicherlich irgendwelche Jobangebote aus der Impf- und Pharmawirtschaft für nach der Karriere haben oder so. Aber das läuft alles nicht so bewusst. Ich glaube, dass Professor Lauterbach selbst sagen würde, oh, Unverschämtheit, der Oskar Lafontaine hat mich Impflobbyist geschimpft. Also das ist ja unrealistisch, ich krieg doch kein Geld von den Impfkonzernen und so weiter. Ja, das glaube ich alles auch. Aber das Entscheidende ist, dass es, um Lobbyist zu sein, braucht man nur ein LWW zu sein, ein Lobbyist wider Willen. Man muss einfach nur mit den gleichen vorteilbringenden Irrtümern infiziert sein worden sein in seinem Studium, die aus dem Impfsparten und Pharmasparten stammen und kommen, ja. Und insofern ist das ein ganz normaler Zustand, dass man sich oft gar nicht bewusst ist, für was alles man Lobbyist ist. Deswegen haben wir ja diese Begriffe geprägt. LWW und WWW. Lobbyist wider Willen. Werbeträger wider Willen. In einem, ja, LWWWW. In einem Lobbyisten wider Willen Weltbild, ja. Und Herr Lauterbach hat halt im Studium quasi die vorteilbringenden Irrtümer der Pharmakonzerne und der Impfkonzerne gelernt und hält sie für Wissen und deswegen kann er auch nichts anderes wiedergeben. Und so ist in der Marktwirtschaft
alles gegen uns Menschen. Und liebe Milliardäre, vielleicht gehören Sie einer dieser Sparten an und verdienen da ganz gut, aber alle Sparten zusammen zerstören auch Ihr Leben. Wie gesagt, liebe Milliardäre, wenn ich jetzt Milliardär wäre, ich wüsste trotzdem, ich würde diese Milliarden nur für ein Ziel verwenden, dass wir endlich Gemeinwohlwirtschaft bekommen. Ich würde quasi Riesenaktionen machen, um die Partei des Gemeinwohls überall bekannt zu machen mit diesen Geldern, weil einfach sozusagen einfach überhaupt keine Chance besteht, dass ich jemals als Milliardär, es gibt ja so einen Spruch in der Bibel, eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich oder so ungefähr, also in das Himmelreich eines glücklichen Lebens, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, wird ein Reicher genauso wenig erreichen können wie der Arme jemals, weil Marktwirtschaft und damit die Diktatur der Sparten das nicht erlaubt. Ja? Und deswegen, hier lesen Sie nach, wie das, wie zum Beispiel Sie auch als Milliardär dann wunderbar gesunde Nahrung und gesunde und gesundheitsförderliche und lebensverlängernde Nahrung bekommen werden. Im Moment können Sie die nicht bekommen. Ja, ich habe ja Warren Buffett gesehen, der in ein ganz normales Restaurant geht, wo er wahrscheinlich den ganzen, einfach nur den Industriemüll, der üblich ist, da als Essen bekommt und deswegen auch eben sich sicherlich deswegen auch seinen Krebs angegessen hat, den unter dem er ja wohl irgendwann mal litt oder immer noch leidet. Ja, also von daher, liebe Milliardäre, wir bodenständigen Linken, wir haben nicht diese aggressive, haben diesen aggressiven Zorn gegen Linke und Unternehmer, wie das manche Linksextreme haben, sondern wir lieben alle Menschen. Ja, das ist der Punkt. Also, tschüssi, bis bald.